Wenn du wissen möchtest, ob man mit einem Mitesser-Sauger Mitesser tatsächlich entfernen kann, dann solltest du jetzt dranbleiben. Leute, auch wenn das hier und da so aussieht, als hätte ich mich geprügelt. Leute, ich habe mich nicht geprügelt, sondern ich habe für euch einen Mitesser-Sauger auf Herz und Nieren überprüft. In dem heutigen Video teste ich für euch einen Mitesser-Sauger, gebe euch auch mein persönliches Feedback mit auf den Weg, meine Empfehlung mit auf den Weg und kläre natürlich schlussendlich auch die Frage, ob so ein Mitesser-Sauger tatsächlich auch Mitesser entfernen kann. Als allererstes mal, was ist denn überhaupt ein Mitesser-Sauger? Mitesser-Sauger kann man bei Amazon bestellen, die kosten ungefähr so zwischen 20 und 40 Euro. Da gibt es wirklich diverse Modelle. Und so ein Mitesser-Sauger hat so einen Saugkopf vorne und dieser Saugkopf saugt sich an deine Haut dran und so sollen deine Mitesser aus deiner Haut herausgesaugt werden, beziehungsweise so sollen deine Poren von Mitessern gereinigt werden. Ich persönlich habe gerade hier im Nasenbereich relativ große Poren. Das sieht man vielleicht jetzt hier auch in dem Video. Da habe ich einfach Probleme mit Mitessern und einfach auch größere Poren. Und deshalb habe ich den Mitessersauger auch dementsprechend hier vor allen Dingen am Nasenbereich angewendet. Als allererstes mal kann ich euch an dieser Stelle empfehlen, wenn ihr so ein Gerät ausprobiert, macht das bitte nur dann, wenn eure Poren wirklich offen sind und eure Haut weich ist. Dementsprechend habe ich persönlich den Mitesser-Sauger direkt nach der Dusche angewendet, also als ich direkt aus der Dusche rausgekommen bin. Ich habe heiß geduscht, da waren meine Poren noch schön geöffnet, meine Haut schön weich und dann kann man diesen Mitesser- bzw. Porensauger auch am besten anwenden. Falls ihr keine heiße Dusche vorher nehmt, dann nehmt einfach so ein heißes Handtuch, so ein feuchtes heißes Handtuch, legt das auf euer Gesicht drauf, damit eure Haut einfach so ein bisschen aufgeweicht wird für diese Behandlung. Und ich empfehle euch an dieser Stelle auch erstmal zu testen, um erstmal so ein Gefühl dazu bekommen, wie stark die Saugkraft eigentlich ist. Bin dementsprechend auch erstmal langsam angefangen und habe erstmal auf einer niedrigen Stufe das Ganze an der Nase getestet, bis ich dann wirklich die Stufe ein bisschen höher geschraubt habe und dann auch schon gemerkt habe, oh, dieses Teil hat tatsächlich eine gute Saugkraft. Und das Ganze funktioniert dann so, der Mitesser-Sauger saugt sich so ein bisschen an der Haut fest, dann schiebst du den Mitesser-Sauger wieder weiter ein Stückchen und dann saugt er sich wieder fest und dann schiebst du ihn wieder ein bisschen weiter und so gehst du dann Step by Step über deine Haut drüber. Kommen wir zur wichtigsten Frage, funktioniert so ein Mitesser-Sauger denn eigentlich? Ganz klare Antwort, ja, dieses Teil funktioniert. Gerade dann, wenn man die Saugkraft einfach ein bisschen höher schraubt, dann merkt man wirklich, dass da einiges aus der Nase rauskommt. Und ich muss sagen, ich war schlussendlich überrascht und zeitgleich ein bisschen erschrocken von dem Ergebnis, denn ich habe einen Q-Tip genommen und habe mit dem Q-Tip einfach mal das rausgenommen, was da aus der Haut rausgekommen ist und ich war überrascht davon, wie viel da rausgekommen ist aus der Haut, also überrascht von dem Gerät, was da einfach da alles rausgezogen hat, gleichzeitig aber auch erschrocken von dem, was alles in meiner Nasenhaut oder unter meiner Nasenhaut einfach drin steckt. Das war schon ein bisschen eklig. Ergebnis jetzt aktuell, ja, meine Haut gerade am Nasenbereich fühlt sich super weich an und man hat wirklich das Gefühl, dass der Porensauger seine Arbeit geleistet hat. Es gibt allerdings ein großes Aber. Und mit dem Aber möchte ich gleichzeitig auch die Frage beantworten, warum ich denn jetzt aktuell so aussehe. Leute, ich habe das Teil natürlich auf Herz und Nieren für euch getestet. Ja? Und ich habe natürlich auch mal die Saugkraft, die Stärke der Saugkraft ausprobiert und dieses Teil hat wirklich Power. Die Gefahr ist halt dann, dass man halt seine Haut vielleicht sogar verletzt oder das Ganze einfach zu doll macht, wie ich das jetzt hier zum Beispiel auch an der Nase oder hier an der Stirn gemacht habe. Und aus dem Grund läuft man halt Gefahr, wenn man sowas selber macht, so eine Behandlung zu Hause, dass man halt schnell seine Haut verletzen kann. Und ich kann euch an dieser Stelle auch sagen, das Ganze ist auch nicht angenehm. Also wenn man mit diesem Porensauger über seine Haut saugt, ja, das ist alles andere als angenehm. Und da ich persönlich sowieso schon sehr empfindliche Haut habe, möchte ich halt nicht Gefahr laufen, dass ich mir mit so einem Gerät irgendwie meine Haut beschädige oder vielleicht wie verprügelt aussehe wie jetzt. Von daher gibt es halt hier auch ein ganz, ganz großes Aber. Kommen wir zum Feedback zum Gerät als auch zum Feedback zur Prozedur. Also das funktioniert, das Ganze, die Prozedur funktioniert und das Gerät funktioniert auch, aber keine Kaufempfehlung meinerseits. Denn man läuft halt Gefahr, dass man die Haut beschädigt und gerade dann, wenn man zum Beispiel sehr empfindliche Haut hat, wie ich jetzt zum Beispiel, dann möchte man seine Haut einfach nicht überstrapazieren oder beschädigen. Die Hersteller werben sogar damit, dass man damit irgendwie Akne beseitigen kann. Leute, ich sage euch schon mal, das würde ich auf gar keinen Fall machen. Wenn du Akne hast, benutzt so ein Teil auf gar keinen Fall. Also ich glaube, da ist die Gefahr dann wirklich sehr hoch, dass du deine Haut beschädigst. Also mach das bitte nicht, wenn du Akne hast. Aber Leute, die Behandlung an sich ist meiner
meiner Meinung nach eine gute Behandlung für die Haut. Man spürt auch wirklich, dass es der Haut gut tut. Ich persönlich habe das Ganze auch schon mal professionell gemacht und das würde ich auch allen Leuten empfehlen, das nicht zu Hause zu machen, sondern wenn man sich dafür interessiert, das einfach professionell von einer Kosmetikerin zu machen. Und ich kann euch schon mal sagen, wenn eine Kosmetikerin das macht, die macht das wirklich mega professionell und die Haut fühlt sich anschließend auch super weich an und man hat auch wirklich ein spürbares Ergebnis über mehrere Tage hinweg. Und die Haut wird sich bedanken, wenn du tatsächlich mal so eine Behandlung machst und zur Kosmetikerin gehst. Kommen wir zu meiner ganz persönlichen Empfehlung. Wenn ich persönlich Probleme hätte mit Mitessern oder großen Poren, was ich persönlich machen würde. Ich würde nicht so einen Porensauger kaufen und den in dem Alltagsgebrauch irgendwie in meine Routine integrieren, weil für mich persönlich die Gefahr zu hoch ist, seine Haut zu beschädigen. Ich würde ganz einfach eine elektronische Gesichtsreinigungsbürste in meine Hautpflegeroutine integrieren und mich mit einem Waschgel und der Gesichtsreinigungsbürste waschen. A, wird deine Haut damit auch dementsprechend porentief gereinigt und B, ist es einfach auch super angenehm, so eine elektronische Gesichtsreinigungsbürste anzuwenden. Wesentlich angenehmer oder man kann einfach sagen, gar kein Vergleich zu einem Porensauger, weil das tut teilweise sogar ein bisschen weh. Wenn du allerdings trotzdem das Gefühl hast, dass du wirklich sehr große Poren hast und auch viele Mitesser hast, dann würde ich anstatt einen Porensauger zu Hause zu benutzen, einfach alle 2-3 Monate bei einer professionellen Kosmetikerin eine Behandlung ausmachen zu Hydrafacial anwenden. Das ist wesentlich effektiver und meiner Meinung nach auch wesentlich besser. Also Leute, ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video heute ein bisschen weiterhelfen zum Thema Mitesser entfernen. Ich hoffe, es war nicht zu eklig, das, was ich da aus dem Porensauger herausgeholt habe. Ich wünsche euch jetzt einen wundervollen Tag und vor allen Dingen richtig schöne und reine Haut.